Wenige Jahre nach der großen Finanzkrise droht die Weltwirtschaft erneut an mehreren Fronten einzubrechen. Es findet jedoch kein gesellschaftlicher Diskurs statt, der das massive Versagen der traditionellen Politik thematisiert. Verwunderlich ist das nicht. Denn die sogenannten Leitmedien werden ihrer Aufgabe, den Bürger mit Informationen und Analysen in die Lage zu versetzen, am demokratischen Willensbildungsprozess teilzunehmen, nicht mehr gerecht. Makroskop wird genau das tun, was die etablierten Medien nicht mehr tun. Es wird Fakten präsentieren und über die wichtigen Zusammenhänge systematisch aufklären. Makroskop wird aktuelle wirtschaftspolitische Themen aus dem In- und Ausland in einer Art und Weise analysieren und kommentieren, wie sie es bei den klassischen Medien nicht finden. Unser Anspruch ist, zeitgemäß über wirtschaftspolitische Zusammenhänge aufzuklären. Wir sehen unsere Aufgabe darin, gesellschaftliche Zustände, die nicht im Interesse der Allgemeinheit sind, zu kritisieren. Insbesondere möchten wir Lösungswege aufzeigen, die sich an den Interessen auch derjenigen in der Gesellschaft orientieren, die keine eigene Stimme haben. Wir sind daher parteipolitisch unabhängig, aber den Idealen der politischen Aufklärung und des Humanismus verpflichtet. Die erste Ausgabe von Makroskop ist am 1. Juli unter makroskop.eu online verfügbar. Makroskop. Kritische Analysen zu Politik und Wirtschaft.